Was geht ab, Leute? Hier neben mir, guck mal da, das ist der Bartmann. Er hat auch einen echten Namen und was das ist und was er macht auf seinem Kanal und überhaupt, warum er so gut aussieht, das will er uns gleich einfach mal persönlich erklären. Es freut mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen. Freut mich auch, dass ich hier bin. Dass du hier sein kannst, hängt ja auch damit zusammen, dass du dir selber ermöglicht hast, frei zu leben und eine gewisse, dadurch, dass du dich selbst darstellst, deine Passion teilst und dass du einfach Menschen auch inspirierst tatsächlich mit deinem Bart und dass du das kommunizierst. Das ist etwas, was dir die Möglichkeit gibt, ein Leben zu leben, das andere Leute vielleicht so nicht haben. Deswegen danke, dass du da bist und danke, dass du anderen Leuten die Chance gibst, von deinem Wissen so ein bisschen teilzuhaben. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich hier bin. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Interview jetzt. Bin ich mal gespannt, was kommt. Du hast auch einen ganz spannenden Namen. Was bist du? Also erstmal für die Leute, sprich ihn selber aus, sonst mache ich noch einen Fehler. Agri. Ja. Agri, ja. Und woher kommt der Name Agri? Also meine Eltern kommen aus dem nördlichen Teil vom Irak, aus dem kurdischen Gebiet. Und ich bin aber in Mannheim geboren. Ja. Und der Name kommt eigentlich, das ist ein Berg in Armenien und der heißt Ararat, heißt der Berg. Das ist eines der größten Berge da in der Region. Und aber im Irak spricht man den Agri aus, also so mit D-R-E und hier heiße ich Agri. Okay. Keine Ahnung warum. Schön deutsch. Ne? Richtig, Agri. Ja, geil, dass du da bist. Du machst Videos über dich, dein Leben, dein Bart. Du hast ein Facebook-Profil, wo du auch spaßige Videos machst. Jetzt gerade erst was gesehen. Wir haben gemeinsam uns ein bisschen was angeguckt. Du hast ein Instagram-Profil und du hast tausende Menschen, die dir folgen. Und zwar deswegen, weil du ein sehr spezielles Thema in den Fokus genommen hast. Jetzt sind da draußen Leute, die sagen, ich kann noch nicht mit, wenn ich irgendwelche Idee XY habe, mit so einem Scheiß Geld machen. Und du hast was genommen, das ist jetzt offensichtlich kein Scheiß, sondern das hängt dir mitten im Gesicht, ja. Aber es ist auch etwas, wo man sagt, man steht nicht morgens auf und sagt, ich mache mit meinem Bart Geld. Ja. Ja? Und wie kommt es, dass du dir so eine Reichweite aufgebaut hast und unabhängig davon, jetzt, wie viel Geld du machst, ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen, aber du hast eben die Möglichkeit, diese Reichweite zu monetarisieren auch. Woher kommt das, dass du der Bartmann geworden bist? Ja, das war eine ganz spontane Idee auf jeden Fall. Ich habe einen Bart getragen schon davor, bevor ich meine Videos gemacht habe. Mhm. Und ich wurde immer wieder gefragt von meinen Freunden, wie machst du denn die Konturen? Warum sind die denn so gerade? Mhm. Wie trimmst du denn deine Haare, dass dein Bart so akkurat aussieht? Wie pflegst du ihn? Meiner ist so strohig und so weiter. Immer diese Fragen. Und dann irgendwann habe ich mich halt an den Laptop gesetzt und habe dann geschaut, warum schauen die Leute nicht im Internet? Warum fragen sie mich? Weil normalerweise, wenn du ein Problem hast und keine Lösung findest, schaust du ja im Internet. Ja. Ist ja heutzutage so. Und dann habe ich mir natürlich mal, habe ich ein bisschen recherchiert, hier Bartpflege, und es gab es in Deutschland einfach nicht. Es gab keinen einzigen deutschen YouTuber, es gab keine richtigen Artikel darüber, wie man sich den Bart pflegt. Es gab natürlich amerikanische YouTuber, die darüber Videos gemacht haben, aber dann habe ich gedacht, okay, wenn das die Amis machen, was ist, wenn jetzt jemand kein Englisch versteht oder, keine Ahnung, nicht auf diese Videos kommt, dann mache ich jetzt einfach mal ein Video darüber. Habe dann mein Handy genommen, habe dann einfach mal das erste Video gemacht. Oh, da klingelt's. Wir haben einen Überraschungsgast eingeladen. Ah, okay. Muss mal gucken, ein Tänzer. Was passiert. Ja, ist es tatsächlich die Bartfrau? Ja. Okay, aber sorry, erzähl mal. Ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Dann habe ich halt das erste Video gemacht und das ist immer noch online und ich würde es so gerne offline stellen, weil das ist wirklich so unprofessionell gewesen, dass ich da vorne sitze und auch noch nicht so richtig reden kann und so vor der Kamera. Das ist jetzt 2,5 Jahre her, ja. 2,5 Jahre ungefähr. Und ja, dann habe ich das Video hochgeladen und natürlich haben mich meine Freunde erstmal ausgelacht. Oh, so. Das Krasseste, als ich auch mein erstes Video hochgeladen hatte und dann auch auf Facebook geteilt hatte, ich erst einmal mehr Daumen runter als Daumen hoch. Ja, klar. Ich hatte so irgendwie so 3 YouTube-Accounts, ich weiß nicht mehr warum, erstmal mit meinen eigenen Accounts mein Video geliked habe. Das war so krass. Das ist schon krass gewesen, ja, am Anfang. Definitiv. Auf Facebook habe ich halt Kommentare von Freunden bekommen, so, was ist denn das für ein Scheiß und so. Ja, 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 klar. Und, also nicht von Freunden, sondern so von Bekannten irgendwie und sowas. Ja. Das war echt, hat mich zerrissen. Ne? Ich habe es online gelassen und habe gesagt, so, das ist jetzt der Weg, den ich gehe und ich mache das jetzt weiter. War das bei dir genau? Definitiv, ja. Das war bei mir so, dass die Leute gesagt haben, Aki, hör auf mit dem Scheiß und so, das ist echt peinlich, ne? Hier Bartpflege, wer will das überhaupt und so weiter. Und dann habe ich aber trotzdem weitergemacht. Mir hat es Spaß gemacht, Videos zu machen. Ich habe gemerkt, so, okay, vor der Kamera stehen, Videos machen und dann zu sehen, gefällt es den Leuten, was kann man besser machen und so weiter. Ne? Das hat mir gefallen. Und es gab viel, genau, es gab viel positives Feedback von Leuten, die gesagt haben, hey, cool, Bart, was ist das für eine geile Geschichte? Und dann kamen halt Leute, die ich nicht gekannt habe, die natürlich das Video geliked haben. Aber die Leute in meinem Umkreis, es gab natürlich viele, die gesagt haben, mach weiter, das ist eine coole Sache von dir und so, du gehörst dahin. Und, aber sehr, sehr viele, die gesagt haben so, ey, hör auf mit dem Scheiß. Aber ich habe weitergemacht und habe gedacht, okay, ist mir egal, genau diese Hater stärken mich. Ne? Also wenn die Leute sagen, nein, mache ich's. Krass. Genau. Ja, krass. Ja. Also was man auch wieder sieht, ganz klar hier, ist natürlich, dass du
immer Widerstand bekommst, wenn du das machst. Und dass du aber auch trotzdem schon auch Leute hattest, die gesagt haben, das ist gut. Und das ist auch so die, was für mich ganz spannend war, ist, dass ich damals, wenn ich, als ich angefangen hatte, wenn ich negative Kommentare hatte und dann vielleicht einen positiven dazwischen, dann hatte ich bei diesem positiven Kommentar so ein geiles Gefühl gehabt. Ja, richtig. Dann ist aber mit der Zeit auch, und das ist total traurig eigentlich, ist mit der Zeit dieses positive Gefühl immer weniger geworden. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie 10 positive Kommentare gehabt und einen negativen. Richtig. Und der negative hat mich dann aber auf einmal so sehr verletzt. So sehr, oder? Genau. Das ist der Wahnsinn. Das ist krass, das ist krass. Wenn ich meine Kommentare manchmal durchgehe und dann sehe ich 100 positive Kommentare und einen negativen, ist dieser negative, der trifft einen. Ja. Ob das jetzt wirklich nachhaltig mich negativ beeinflusst, weiß man nicht. Aber der trifft. Ja, dieser eine negative Kommentar, ob es jetzt ein kleines Kind von 13 Jahren ist, der dann sagt so, du bist ein Penner, du bist ein Spasti oder so. Aber es, in dem Moment, wenn du es liest, trifft es ein. Obwohl da 100 positive Kommentare stehen. Das ist echt so. Ja, aber cool, dass du auch so denkst. Ich habe gedacht, ich bin der Einzige. Ja, nein, das ist voll krass, Mann. Ja. Ich habe auch jetzt, ich meine, ich mache jetzt diese ganze Social Media Party mit verschiedenen Sachen, habe ich mein Gesicht schon immer vor die Kamera gehalten. Seit jetzt sind so 5 Jahre knapp. So, also so 4, 5 Jahre. Okay. Und das wird mit der Zeit weniger. Ja. Also ich meine, du bist ja auch schon 2,5 Jahre dabei. Das wird mit der Zeit tatsächlich weniger. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass es so ist, dass ich allgemein einfach als Mann, glaube ich, auch gewachsen bin, als Mensch auch gewachsen bin. Ich glaube, dass mir das auch tatsächlich dabei geholfen hat, abzuhärten, so Kommentare zu bekommen, wo dann steht, irgendwie, du bist ein fetter Wichser oder sowas. Und das ist etwas, früher hätte mich das vielleicht noch getroffen. Heute sehe ich das halt, okay, dieser Mensch, der sagt nicht mir was Böses, sondern der sagt über sich selber was aus, dass er unzufrieden ist. Richtig, genau. Tatsächlich keine emotionale Reaktion mehr. Also wirklich gar keine. Es gibt ganz wenig negative Kommentare, die mich noch treffen. Ja. Und wenn, dann sind es welche, die in irgendeiner Form wirklich Substanz haben, also tatsächlich wirklich gute Kritik sind. Richtig, also, genau. Damn, jetzt hast du echt was gesagt. Ja, ja. Das stimmt einfach, was vielleicht nicht so geil ist. Richtig. Das ist ganz spannend. Hast du für die Zukunft Pläne mit Social Media, wo du sagst, da geht's hin? Ja, also bei mir hat sich das jetzt alles ein bisschen gewendet. Was heißt gewendet? Schon ein krasser Umschwung in dem, was ich jetzt alles gemacht habe. Ich weiß nicht, was in der nächsten Zeit jetzt auf mich zukommen wird, aber definitiv wird viel auf mich zukommen und deswegen, ich weiß nicht, wie es jetzt Social Media mäßig weitergeht, dass ich mir da ein Ziel gesetzt habe, dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt 100.000 Abonnenten. Ich muss mich auch jetzt in Zukunft ein bisschen mehr dem Business widmen, ja, was ich jetzt gerade mache mit meinen Produkten. Da können wir jetzt auch noch gleich mal drüber sprechen, weil das ist ja nicht nur das Social Media Bartmann, sondern ich habe daraus ja eine Marke gemacht und arbeite jetzt mit Investoren zusammen, die die Idee gut finden und das Ganze jetzt groß machen. Deswegen bin ich selber gespannt, wohin der Weg gehen wird. Ich werde natürlich noch mehr. Es ist nämlich auch, die kommen alle so im Prinzip, wann sie wollen. Ja. Wir haben darüber gesprochen schon, dass die bis nachts bleiben und bis um 4 Uhr. Teilweise. Und dann irgendwann mal mittags einpudeln. Genau, die müssen auch irgendwann mal schlafen. Ja, klar, natürlich. Ist es so, dass die teilweise erst tatsächlich mittags kommen und dann wiederum bis tief in die Nacht zu machen. Weil ich glaube, am Ende des Tages zählt nur eine Sache, nämlich das Resultat. Und wenn jemand eben abends und nachts produktiver ist, dann ist das meine Richtig. Das ist kein Problem. Ja. Spannend, aber auch Thema Produkte, Thema wirklich diese Reichweite, die du aufgebaut hast, auch zu monetarisieren. Bevor wir jetzt noch konkreter darauf eingehen, nur mal kurz einen Ausflug. Hast du auch andere Wege, auf die du Reichweite generierst? Also hast du zum Beispiel, machst du PPC, machst du irgendwie, schreibst du Werbung irgendwo oder was machst du speziell nur Social Media oder auch noch andere Sachen? Ich mache nur Social Media und was Werbungsschaltung betrifft, ich habe ja, wie gesagt, jetzt nochmal kurz meine Produkte, ich habe meine Produkte gehabt und habe die beworben, ja, also die Produkte habe ich beworben, aber so Social Media Posts bewerbe ich nicht, ich habe auch keine Google Werbung geschaltet, also eigentlich nur Social Media. Ich fütter die Leute mit Content die ganze Zeit. Auch mal für die Leute da draußen, damit wir kurz gemeinsam auf einem Nenner sind und damit sie wissen, über welche Produkte wir reden. Was hast du für Produkte? Ich habe angefangen, vor einem Jahr Produkte zu entwickeln, Bartpflegeprodukte, weil ich Bartpflegeprodukte ja immer getestet habe. Und habe gesagt, ich mache jetzt meine eigenen Dinger, also meine eigenen Produkte, warum soll ich die anderen testen? Und habe mich mit wirklich guten Leuten zusammengesetzt, die das Ganze drauf haben, habe ein Bartöl entwickelt und habe halt sonst so Zubehör, was man braucht, so Kämme, Bürsten, aber nur ein Bartöl gehabt und das wird jetzt alles anders. Okay. Das wird jetzt also, ganz viele Leute, die hier zuschauen, sagen auch, ich möchte gern Online-Marketing machen, ich möchte gern irgendwie Videokurse oder sowas an den Mann bringen, aber, und das ist das Spannende, es gibt außerhalb dieser gesamten Online-Marketing-Welt
gibt es auch Menschen, die Erfolg haben. Mhm. Social Media gehört auf jeden Fall zu Online-Marketing, ja. Aber so ein Bartöl zum Beispiel ist jetzt kein klassisches Online-Marketing. Mhm. Und das, was dann in meinen Augen so unglaublich spannend ist, ist einfach wieder jemanden hier und deswegen habe ich dich auch eingeladen. Also mitunter deswegen, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist ganz wichtig, den Leuten auch zu zeigen, es gibt nicht nur Infoprodukte, es gibt nicht nur E-Books oder Videokurse, sondern es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten, sein Lebensunterhalt zu bestreiten und das eben auch auf so eine sympathische Art und Weise zu machen, wie du tatsächlich. Mhm. Was ist deine Vision dafür? Was sagst du, wohin möchtest du die Welt, den Mann, den Bartträger, wohin möchtest du alles so ein bisschen bewegen vielleicht? Ja, ich möchte natürlich den Mann dazu bringen, dass er wirklich auch auf sein Äußeres achtet und seine Männlichkeit ausleben kann. Ja? Also ich finde diese Marketingindustrien von wie Gillette zum Beispiel, die das Rasieren zur Mode gemacht haben vor 20 Jahren, die in den die haben Marketingmaschinerien angeworfen, aber so richtig krass, dass sie gesagt haben, der Mann, der nicht rasiert ist, ist kein Mann und ist dreckig und so weiter. Das haben sie ja geschafft, dass die Männer dann wirklich dann rasiert rumliefen und der Bartträger ja dann ein Penner ist. Und ich möchte bezwecken, dass der Mann wirklich so dieses Individuelle, ja, dass er sagt, wenn ich einen Bart tragen möchte, trage ich einen Bart und pflege ihn. Ja. Und das möchte ich erreichen auf jeden Fall. Also nicht, dass er auf irgendwelche Gillette hört und sagt oder auf Frauen hört, die sagen, du musst dich rasieren, du siehst scheiße aus. Sondern wenn er einen Bart tragen will, soll er einen Bart tragen und dann kann ihn auch pflegen, dann sieht das Ganze ja auch gut aus. Aber du, ich bin auch überzeugt, Frauen würden mir sagen, dass ich scheiße aussehe, selbst wenn ich mich rasiere. Nicht so bescheiden. Nein, aber auch ganz spannende Sache aus Marketingperspektive. Ja. Ich betrachte immer alles ganz viel aus Marketingperspektive. Ja. Und was ich bei dir gerade auch ganz spannend beobachtet habe, ist Heroes Journey, die man immer wieder ins Marketing nimmt und auch ein gemeinsamer Feind. Das sind zwei Mechanismen, die man verwendet in der Vermarktung von Sachen. Mhm. Das eine, diese Heroes Journey, ist einfach, ich wollte erst gar nicht irgendwie so krass erfolgreich sein. Ich wollte gar nicht die Welt verändern. Und auf einmal bin ich da so reingerutscht und jetzt passiert das. Und ich schwimme halt auf der Welle mit, die mich halt einfach gecatcht hat. Ja. So, und das ist eine sehr, sehr eine heroische Art. Also du hast das nicht mit Absicht gemacht, sondern es ist dir wirklich so passiert. Mhm. Aber das nach außen zu kommunizieren, ist auch etwas, was einfach aus Marketingperspektive sehr wertvoll ist. Ja, richtig. Und das Zweite ist, dass du einen gemeinsamen Feind hast. Und zwar diese, die Gillette und wie sie alle heißen, also jetzt nicht Gillette Abdi, also nicht, dass wir jetzt mit Schläger vor der Tür stehen, sondern wirklich die Rasiererindustrie, ja. Kann man das so sagen. So ja. Und diese Pflegeindustrie, die das vielleicht in die eine Richtung bewegt hat. Richtig. Und jetzt zu sagen, so, ich will weg davon, ich will die Welt retten quasi vor denen. Genau. Und das ist eine total auch geile Marketing-Trigger, den man, wie man im Englischen sagt, den man auch verwendet. Und hast du das intuitiv gemacht? Bist du einfach darauf gekommen? Hast du das gelesen irgendwo? Woher kommt das? Nee, ich habe Marketing studiert. Mhm. Ja? Aber es kam nicht daher, wirklich. Mhm. Also es war... ich habe schon viele andere Projekte gehabt, Internetprojekte, und das war dann wirklich, ich bin so reingerutscht. Also ich habe wirklich dann einfach geschaut, so hey Leute, warum gibt es sowas nicht? Und ich mache das, und das kam wirklich gut an, und ich habe es weitergemacht. Es hat mir Spaß gemacht, vor der Kamera zu stehen. Es gab viele Leute, die mir Nachrichten geschrieben haben und gesagt, ey, danke, wegen dir habe ich mich getraut, jetzt endlich mal einen Bart wachsen zu lassen, weil sie haben, dann habe ich gesagt, was habe ich denn erreicht? Ein Bart wachsen, also ein Typ lässt sich wegen mir jetzt einen Bart wachsen. Mhm. Super, aber die Leute haben sich wirklich gefreut. Es kamen richtig lange Nachrichten, und die haben ihre Freundin davon überzeugt, dass sie doch einen Bart tragen dürfen, weil ich so schöne Bilder von... Nee, die Männer haben die Freundin überzeugt, weil die Freundin dagegen war, einen Bart zu tragen. Die Freundin trägt aber dann nicht den Bart. Nee. Ja, der Mann, ne? Und weil ich halt immer so schöne Bilder gepostet habe von Leuten, wo der Bart so ästhetisch aussieht und so weiter. Und ja, ich habe auf jeden Fall schon so eine Lobbyarbeit für den Bartwachstum. Ja, das können die wenigsten von sich behaupten. Und was auch spannend ist, für dich, du bist ja selber auch jemand, du legst ja Wert auf das Aussehen, du legst ja Wert auf Stil, du legst ja Wert darauf. Du hast offensichtlich Charakter. Also wenn man dich kennenlernt, wenn man dir ein paar Sätze wechselt oder auch wenn man deine Videos schaut, merkt man, da ist Substanz dahinter. Also du bist nicht ein oberflächlicher, flacher Mensch oder so, sondern im Gegenteil, da steckt wirklich was dahinter. Mhm. Gleichzeitig sagst du, man kann das auch kombinieren, man kann was dahinter haben und aber auch sich um sein Aussehen kümmern, ganz besonders auch als Mann. Mhm. Als Frau ist es vielleicht ein bisschen was Normaleres. Als Mann das auch nochmal zu machen, ist auch nochmal, ich meine, das Thema Metrosexualität und sowas ist alles, das gibt es schon seit 10 Jahren. Ja, also da sind wir nicht neu darin, dass man sich als Mann generell um sich kümmern kann. Mhm. Aber trotzdem suchen wir Ikonen. Ja? So ein Freund von mir, den sehr viele kennen werden, Mark Eggers zum Beispiel, ist ja auch jemand, der vorreitet und der sagt so, guck mal, ich möchte den Mann einfach in seinem Stilbewusstsein begleiten. Ich möchte dafür sorgen, dass er die richtige Frisur hat, den richtigen Stil hat, dass er inspiriert ist. Und das machst du ja im Prinzip auch. Siehst du dich selbst als eine Art Fashion-Ikone, als Vorreiter, als jemand, dem man folgt, um fashionable zu sein? Bist du quasi eine Art
schon ein bisschen, ich hoffe, das ist jetzt nichts politisch korrekt, ist eine Art It-Boy. Also, nee, so sehe ich mich auf jeden Fall nicht. Es mag sein, dass Leute mich so sehen, ja, dass die vielleicht ein paar Sachen als Vorbild bei mir sehen, ja, dass sie mich als Vorbild sehen, aber ich sehe mich gar nicht so. Mhm. Ich habe mit meiner Arbeit viel geleistet, ja, viele Männer dazu bewegt, sich einen gepflegten Bart wachsen zu lassen, dass sie ihren Bart auf der Arbeit tragen können. Ja, dass der Chef dann nicht sagt, du siehst aus wie hier mit deinem Wildwuchs abrasieren, sondern dass dann auch viele Chefs dann gesagt haben, hey, der sieht gut aus, kannst du auch im Anzug tragen und so. Ja. Das habe ich geschafft. Und aber jetzt, sagen wir mal, Stil bringe ich jetzt nicht unbedingt rüber. Ja, keine Ahnung, als It-Boy sehe ich mich nicht. Ich sehe mich eher als, Übergeber von Informationen, von Wissen, ja, und dass die Männer sich pflegen. Die Männerpflege, die ist ja heutzutage viel stärker als denn je, ja. Also die Männer geben jetzt durchschnittlich im Monat über 30 Euro für Pflegeartikel aus und das war früher nicht so, ja. Und warum nicht? Warum sollte sich der Mann von heute nicht pflegen? Also, ja. Viele Zuschauer fragen sich auch, wie kann ich Unternehmer werden? Was ist meine Idee? Wie kann ich es schaffen, ein Unternehmen zu gründen? Ja. Wie kann man Geld machen und so weiter? Und was du auch wieder hier wirklich verkörperst, ist eben das genaue Gegenteil, dass man sagt, dass man nicht sagt, wie kann ich Unternehmer werden, sondern dass man sagt, was ist meine Leidenschaft, was will ich eigentlich machen? Mhm. Und dass man sich darauf fokussiert und daraus dann irgendwann das Geld zieht. Also nicht den Fokus auf das Unternehmertum legt, richtig, sondern den Fokus auf das Wertgeben legt, also die Welt in irgendeiner Form zu verändern, wenn es eben in Anführungszeichen nur ist, dass die Männer den Bart tragen. Also man musste nicht gleich wie Elon Musk auf den Mars fliegen oder sowas, was richtig, er jetzt vor kurzem verkündet hat, sondern es reicht auch tatsächlich schon, wenn man das, wofür man selber brennt, in anderen wecken will auch. Und du sitzt jetzt hier, du weißt, es geht um Themen bei mir auf dem Kanal wie Unternehmertum, Geld nebenbei machen, wie man es schafft, aus dem System auszusteigen, finanziell frei zu sein, Freizeit zu haben, wie man möchte, sich die Zeit einzuteilen. Mhm. Was hat dich dazu bewegt zu sagen, Mensch, bei dem González setze ich mich mal aufs Sofa? Ja, also ich finde, das, was ich mache, ist ja auch eine Art von Unternehmertum. Ja? Also ich habe viele Sachen, die zum Beispiel jetzt im Online-Business ja im Endeffekt ja alles gleich ist. Ja? Du hast ein Produkt, das bringst du an den Mann und du musst schauen, wie du deine Kunden sozusagen dann immer wieder zufriedenstellst und so. Das ist ja im Endeffekt dann alles das Gleiche. Wie verstreust du deine Information? Wie verstreust du dein Produkt? Und ich meine, das könnte auch viele Leute interessieren, wie ich dazu gekommen bin. Vor allem, weil ich es ja nicht wollte. Ja? Also, dass ich einfach so reingerutscht bin. Und es gibt halt auch viele, viele Tipps, die ich weitergeben kann. Ja? Und es ist einfach eine Sache von, ja, mach einfach das, was du liebst. Und das, was du liebst, wenn du es liebst, das zu tun, was du liebst, dann wirst du irgendwann mal damit erfolgreich. Das freut mich, das ist der Satz, den ich auch immer wieder sage. Ja, also, ist so. Ich spreche viel über Persönlichkeitstypen, ich spreche viel darüber, wie du als Mensch funktionierst, dass du das, wie du funktionierst, einfach nutzt, um auf deine Stärken aufzubauen und dann eben damit auch tatsächlich Geld zu machen. Richtig. Was hast du gesagt oder was würdest du sagen, was hast du gelernt in den letzten Jahren, was so dein Key Learning ist, was so deine eine zentrale Sache ist, wo du sagst, das hat dich als Unternehmer weitergebracht oder das inspiriert dich selbst? Ja, also ich bin eher so der Hands-on-Typ, ja, also ich überlege nicht, ich gehe nicht nach Zahlen, ich gehe nach dem Bauchgefühl bei mir. Und es hat sich bei mir wirklich bewahrheitet, Sachen, wo ich was Gutes fühle, mache ich einfach direkt. Und früher hätte ich viel zu lange darüber nachgedacht und hätte dann wirklich so Zahlen nebeneinander gestellt, ey, kann ich das wirklich machen, bringt es was hier? Und heute mache ich das einfach. Wenn mir jetzt was in den Kopf kommt, ein Post zum Beispiel, ja, also die Posts auf Facebook, die sind ja bei mir dann wirklich, die machen ja eine Reichweite von 1 Million. Das ist dann ja schon so eine Sache, wo ich denke, okay, eigentlich müsstest du überlegen, was du postest, weil das sehen ja wirklich viele Menschen, aber im Endeffekt überlege ich nicht wirklich, sondern es kommt mir in den Sinn und dann mache ich es einfach, dann setze ich mich hin, mache den Post oder mache einen Link dafür oder sagen wir mal für meine Produkte jetzt da eine Gutscheinaktion, eine Gewinnspielaktion und mache es dann einfach und sehe dann am Ende, was hat es gebracht und dann bringt es von 10 Mal vielleicht 5 Mal, nicht viel, aber die 5 Male oder die 2 Male, die es wirklich raushauen,
hat es dann halt gebracht. Und ich denke, so als Unternehmer hat mich das weitergebracht, dass ich wirklich so auf mein Bauchgefühl hören muss. Sehr guter, ja. Sehr, sehr guter Punkt. Auch, was ja. Man ja auch sagt, ist einfach diese Authentizität, die damit einhergeht. Genau. Ja, also das Ich sein. Und du bist ja selbst deine beste Zielgruppe auch. Das heißt, wenn du irgendwen als Zielgruppe haben solltest und willst, dann such dich selber aus. Richtig, weil du weißt selber, was du willst. Und da draußen sind Menschen, die ticken wie du. Definitiv. Deswegen mach Videos, die du dir selber anschauen willst. Mach Produkte, die du selber benutzen willst. Mach einfach Dinge, wo du selber sagst, wenn ich der Kunde wäre, wäre ich damit glücklich. Richtig, genau. Und das ist genau mein Plan von allem, ja. Es freut mich mega, dass du da warst heute. Wenn die Leute jetzt mehr von dir wollen, wenn sie sagen, Bart interessiert mich voll, die ein oder andere Frau, vielleicht will sie sich jetzt auch einen stellen lassen. Wo kriegt man mehr Infos? Wo kann man hingehen? Was können die Leute jetzt machen? Also auf www.derbartmann.de könnt ihr, da sind meine Produkte, das ist mein Shop und da gibt es auch Informationen über mich selbst. Aber meine Produkte gibt es ja zurzeit noch gar nicht. Also die Leute warten, falls ihr einen Bart habt oder nicht. Aber wenn ihr mehr über mich wissen wollt, könnt ihr auf YouTube schauen, einfach Bartmann eingeben oder auf Facebook oder auf Instagram. Aber Twitter habe ich halt nicht. Ne? Habe ich, aber nur 100 Follower. Deswegen ist egal. Deswegen nicht ganz so groß. Ne? Nee, finde ich auch nicht. Also, das ist ein Riesending. Ja, Riesending, genau. Deswegen, ich bin auf Facebook vertreten und auf YouTube und so weiter. Könnt ihr einfach mal schauen. Ne? Mega geil, dass du da warst. Ja, hat mich gefreut, dass ich hier war. Auf jeden Fall. Dass du dir Zeit genommen hast und die Leute auch ein bisschen inspiriert hast. Und wir packen dein Instagram, wir packen dein Facebook und dein YouTube natürlich in die Infobox. Also sehr gut. Leute, wenn es interessiert, beziehungsweise Achtung, nein, wir schreiben einen kleinen Blogartikel über dich, bevor ich was Falsches sage. Okay. Und in diesem Blogartikel, da drin findet man die Links und der Link zum Blogartikel, der ist in der Infobox. Und so kommen die Leute dann auch zu deinen Sachen. Sehr gut. Sehr geil, mein Lieber. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir unterhalten uns jetzt noch ein bisschen privat, machen die Kamera aus und genau. Ein bisschen über meinen Bart, weil irgendwie müssen wir den ja retten. Das sieht man ganz hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass mir ein Video da. Und also lass mir einen Daumen hoch da, wenn du sagst, dass der Herr Bartmann persönlich hier vielleicht nochmal vorbeischauen sollte und dass du sagst, du hast was mitgenommen. Schreib deine Fragen in die Kommentare. Du wirst sicherlich dir ein bisschen Zeit nehmen, um auch die Fragen zu beantworten. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin, jetzt gibt es erstmal Bartberatung.